Der war hier oben, ne? Da ist er ja. Hallo. Hemmler ist ermordet worden. Ja, Neuigkeiten sprechen sich schnell rum. Bald weiß die ganze Vulkanfestung davon. Aber natürlich hat niemand etwas gesehen oder gehört. Das erschwert mir die Suche nach dem Mörder. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Wegen Hemmler. Wann ist der Mord geschehen? Hemmler wurde getötet, als du angekommen bist. Seitdem hat niemand die Festung verlassen. Wir müssen daher davon ausgehen, dass der Mörder immer noch hier ist. Du benutzt deinen Verstand. Du bist eine gute Wahl. Warum ist Hemmler ermordet worden? Das ist eine gute Frage. Dort solltest du ansetzen. Wenn du das Motiv kennst, wirst du auch den Mörder finden. Wo soll ich anfangen? Am Tatort. Der Novize Kaspar ist verantwortlich für die Schlafkammern. Vielleicht weiß er etwas. Er handelt auch mit vielen der Rekruten. Dann bekommt er sicher einiges mit. Sprich mit ihm. Er soll dir helfen. Wo ist er denn? Lauf mal rum. Was war hier für einer? Was willst du hier? Du bist neu hier, was? Ja, ich bin noch nicht lange hier. Steht dir eine Schüssel Eintopf zu. Hier, isst das und dann verschwinde. Oder besser noch, verschwinde erst und isst dann. Okay. Rekrut. Ist hier unten denn irgendwo sonst noch jemand anders? Kuckuck. Keiner, das war meins. Ist noch nichts. Da, hey, Kaspar. Neu hier, was? Ich bin Kaspar. Ich sag's dir gleich, ich bin nicht hier, um deinen Dreck wegzumachen. Also halte deine Kammer sauber. Okay. Du handelst mit den Rekruten? Ich handle mit jedem, der Gold hat. Nur kein Kraut und keine Waffen. Alles andere kann ich dir besorgen. Ich habe einen Auftrag vom Inquisitor bekommen. Tatsächlich? Und? Was will der Alte von dir? Ich soll den Mörder von Hemmler finden. Ach du Scheiße. Gut, dass ich nichts damit zu tun habe. Das ist so nicht ganz richtig. Meister Vitus sagte nämlich, du sollst mir bei der Suche helfen. Was? Machst du Witze? Nein. Nö. Na toll, warum werde ich immer in solche Sachen reingezogen? Na schön, Schätze, ich helfe dir lieber, bevor ich noch Ärger kriege. Dann erzähl mir mal, was du über Hemmler weißt. Er war auch ein Knastbruder. Ein verschwiegener Bursche, der still und heimlich seine Geschäfte gemacht hat. Still und heimlich ist nicht gerade das, was uns weiterbringt. Dann such nach Hinweisen. Hast du dich schon in seiner Kammer umgesehen? Ja, klar. Ich habe Hemmler und seine Schlafkammer durchsucht. Und? Was hast du gefunden? Ein paar Krautstängel. Das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich war er unser Krauthändler. Aha. Und woher hat Hemmler seine Ware bekommen? Da er nicht selbst angebaut hat, wird er das Zeug von draußen gekriegt haben. Aber warte mal. Hemmler selbst durfte die Vulkanfestung gar nicht verlassen. Also muss er einen Partner gehabt haben, der ihm Nachschub liefern konnte. Ein Messer. Da klebt Blut an der Klinge. Vermutlich die Tatwaffe. Hast du das Messer schon mal gesehen? Es sieht aus wie eins von Harlocks Küchenmessern, aber sicher bin ich mir nicht. Etwas Nahrung. Gut, das kannst du aufessen. Ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielt. Ein wenig Gold. Hemmler hat mit seinen Geschäften ganz gut verdient. Was denn, die paar Münzen? Das sieht nicht nach guten Geschäften aus. Vergiss die Münzen. Er hatte sein Gold nie bei sich. Angeblich hat er es irgendwo in der Festung versteckt. Du weißt nicht zufällig, wer als Partner in Frage kommt? Also ich bin's nicht. Nun, es muss jemand sein, der die Festung verlassen kann. Ich schätze, da kommen viele in Frage. Keine Ahnung, ich bin nicht der Verwalter. Sprich doch mal mit Meister Pallas, der ist doch für das Tor zuständig. Okay. Zeig mal, was du hast. Was hast du? Schwache Heilung. Leere Spruchrollen. Schaufeln.
Habe ich eine Schaufel eigentlich? Ich habe keine Schaufel. Ich habe eine Spitzhacke. Naja, also... Okay, also mit Pallas sprechen. Dann kann ich dem Koch auch das Küchenmesser zeigen. Ja. Wenn man da rauskommen kann, musste. Jetzt überlege ich nur gerade. Jäger wäre ja auch eigentlich ganz cool. Dann müsste ich doch mal einen Bogen kriegen können. Okay, jetzt gehen wir erstmal. Was hier? Ordenskrieger. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Palas. Ich brauche die Namen von allen, die die Vulkanfestung verlassen dürfen. Aha. Und wofür brauchst du diese Namen? Ich führe Ermittlungen im Mordfall Hemmler durch. So, so. Du bist also damit beauftragt worden. Ich hoffe, dass du darüber deine Grundausbildung nicht vernachlässigst. Natürlich nicht. So, dann sag mir, was du bereits getan hast. Dann helfe ich dir. Ich habe einen Kampf gegen Tucker gewonnen. Na ja, sehr schön. Training ist wichtig. Dann will ich dir auch weiterhelfen. Ich habe hier eine Liste. Darauf sind die Namen aller verzeichnet, die in letzter Zeit die Festung verlassen haben. Das wird mir weiterhelfen. Gut, dann finde diesen Mörder. Okay. Dann gucken wir uns doch mal diese Liste an. Sonstiges? Da haben wir hier noch Krautpaketchen. Dann das Gold. 25. Schriftstücke, Liste von Meister. Das ist ein Kochrezept. Okay. Ey, komm schon. So. Carlsen. Rekrut Schmied, Tucker, Harlock, Enzo, Kaspar und Taylor. Okay. Wo fangen wir an? Taylor. Was weißt du über Hemmler? Hemmler? Ha! Der alte Sack. Du mochtest ihn nicht. Der miese Abzocker hat sich die Taschen mit unserem Gold gefüllt. Ist das so? Ja, das ist so. Er hat uns seine Stängel teuer verkauft. Und? Und? Ja, und jetzt ist er tot. Und das ist alles. Die Geschichte ist aus. Das war's. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Also du warst es dann wahrscheinlich nicht. Bruno, steht da auf der Liste? Also Taylor war es schon mal nicht. Dann gehen wir jetzt mal Kaspar. Aber mit Kaspar habe ich doch eben gebrabbelt. Wo bist du, Kaspar? Kaspar. Ich habe eine Liste von Meister Pallas bekommen. Zeig doch mal. Sehr gut. Irgendeiner von ihnen muss der Partner von Hemmler sein. Du solltest mal mit jedem Einzelnen reden. Allerdings halten sich Enzo und Ash tagsüber im oberen Bereich der Festung auf. Wenn du mit ihnen sprechen willst, musst du warten, bis sie nachts ihre Schlafkammern aufsuchen. Oder du beendest deine Grundausbildung. Dann bekommst du auch Zugang zum oberen Bereich der Festung. Was ist mit dir? Du stehst auch auf der Liste. Ich bin es nicht. Vielleicht lügst du. Würde ich dir dann helfen? Also streich mich endlich von der Liste. Lass uns lieber um die anderen kümmern. Irgendwie
kommt er mir ein bisschen verdächtig vor. Ash und Enzo. So, dann haben wir noch den Koch, der war doch... Oh, warte, dann können wir mal mit... Carlsen. Kanntest du Hemmler? Junge, wir leben hier alle zusammen. Jemand nicht zu kennen, ist verdammt schwierig. Hattest du viel mit ihm zu tun? Nein, er hat sich seinen Stab geholt und... Und was? Naja, ab und zu hat er mir Brauke besorgt. Hey, aber ich habe ihn immer gut dafür bezahlt. Hast du dieses Messer schon mal gesehen? Hey, da ist ja Blut an der Waffe. Wurde damit etwa Hemmler umgebracht? Schon möglich. Und? Kennst du das Messer oder nicht? Ja, das habe ich mal geschliffen. Das ist eins von Harlocks Küchenmessern. Bist du sicher? Willst du mich beleidigen? Klar bin ich mir sicher. Okay. Und dieser Tucker, da ist Tucker. Was kannst du mir über Hemmler erzählen? Hemmler? Hemmler ist tot. Was weißt du noch über ihn? Er war oft bei Harlock in der Küche. Und? Harlock ist keiner von den Typen, die viel quatschen. Aber anscheinend hatten die beiden sich einiges zu erzählen. Wenn irgendwer was weiß, dann Harlock. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Harlock und dann fehlen ja eh nur noch diese zwei, die ich oben suchen muss. Gut, Harlock war hier in der Küche. Pass hier bloß nichts an! Tucker sagt, dass du oft mit Hemmler gequatscht hast. Er war oft hier, weil er gutes Essen zu schätzen wusste. Ach komm. Wenn du es unbedingt wissen willst. Wir haben übers Kochen geredet. Stärkender Eintopf, Weisheitssuppe, gute Kekse. Dafür hat Hemmler sich interessiert. Das soll ich glauben? Na sicher. Dass ihr Kochrezepte ausgetauscht habt? Mir ist völlig egal, was du glaubst. Kennst du diese Klinge? Hab ich noch nie gesehen. Du hast sie dir gar nicht richtig angesehen. Hör zu, das ist nicht mein Messer. Und jetzt verschwinde. Carlsen kennt dieses Messer. Was geht mich das an? Er weiß, dass es eins von deinen ist. Bei allen Seeungeheuern, was willst du von mir? Dein Messer ist die Mordwaffe. Das macht dich verdächtig. Ah ja? Vielleicht wurde mir das Messer ja gestohlen. Vielleicht will jemand nur den Verdacht auf mich lenken. Schon mal daran gedacht, du Schlaukopf. Gibt's Probleme? Das ist aber ein kleiner Penner. Na gut, dann gehen wir mal hier oben in die Stadt. Halt! Ich habe meine Ausbildung beendet. Nun lass mich vorbei. Dann ist dir von nun an Zugang zum oberen Bereich der Festung gewährt. Vielen Dank auch. Aha, Enzo. Ein Rekrut auf dem Weg von Kampf und Magie. Und was machst du hier? Ich bin Enzo, ein bescheidener Novize auf der Suche nach Weisheit. Und? Schon was gefunden? Die vielen Bücher sind sehr lehrreich. Ich rate dir, lies alles, was du finden kannst. Das werde ich. Und ich rate dir auch, versuch nicht, die heilige Halle zu betreten, wenn du keine Erlaubnis hast. Weil mich sonst die Wachen zusammenschlagen? Im besten Fall ja. Im schlimmsten Fall bekommst du obendrein noch Strafarbeiten. Ich muss jetzt stundenlang fegen und kann mich nicht der Magie widmen. Tja, vielleicht findest auch du eine Weisheit. Bestimmt sogar. Was kannst du mir über Hemmler sagen? Einer der Rekruten, nicht wahr? Er wollte mir mal Brauke verkaufen, aber ich habe abgelehnt. Okay. Wo ist jetzt dieser andere? Wo bist denn du? Ah, du kommst mir gerade recht. Ich bin mit dem Kram hier durch. Severin kann die nächste Lieferung schicken. Und was soll ich jetzt tun? Auf dem Weg zur Vulkanfestung gibt es ein Zwischenlager. Dort werden alle Fundstücke aus den Ruinen gesammelt. Geh dorthin und sprich mit Severin. Sag ihm, dass er die nächsten...